Willkommen zu einem neuen Video auf Einfach erklärt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Auslagerungsdatei von Windows einstellen könnt. Im Normalfall werden die Einstellungen der Auslagerungsdatei von Windows selbst verwaltet. Diese Einstellungen müssen nicht immer ideal sein, weshalb es unter Umständen Sinn machen kann, diese zu ändern bzw. anzupassen. Wie das ganz genau funktioniert und was zu beachten ist, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Beginnen wir mit einigen grundlegenden Dingen zur Windows-Auslagerungsdatei. Die Auslagerungsdatei dient in erster Linie dazu, sicherzustellen, dass genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung steht. Das geschieht, indem Teile des Arbeitsspeichers, die gerade nicht benötigt werden, in die Auslagerungsdatei entsprechend ausgelagert werden. Das passiert vor allem dann, wenn der Arbeitsspeicher nicht ausreicht. Bei der Auslagerungsdatei handelt es sich, wie man an ihrem Namen bereits erkennt, um eine Datei. Diese Datei befindet sich entsprechend auf einer Festplatte oder SSD. Im Standardfall auf dem Systemlaufwerk. Sie heißt, sofern nicht geändert, PageFileSys. Diese Datei ist nur sichtbar, wenn man die Option Geschützte Systemdateien ausblenden deaktiviert hat, sowie Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen gewählt hat. Standardmäßig sieht man diese Datei also nicht. Ich zeige euch später in diesem Video, wie ihr diese Einstellungen vornehmen könnt. Öffnen wir zunächst die Einstellungen für die Auslagerungsdatei. Wir klicken auf Start und geben Erweiterte Systemeinstellungen anzeigen ein. Nachdem wir den von Windows vorgeschlagenen Eintrag angeklickt haben, öffnet sich das Systemeigenschaften-Fenster. Hier klicken wir im Abschnitt Leistung auf Einstellungen. Im Fenster Leistungsoptionen klicken wir auf Erweitert. Jetzt klicken wir unter Virtueller Arbeitsspeicher auf Ändern. Wir befinden uns jetzt in den Einstellungen zur Auslagerungsdatei. Kommen wir zunächst zu der Möglichkeit, die Auslagerungsdatei komplett zu deaktivieren. Hierzu müssen wir als erstes das Häkchen bei Dateigröße für alle Laufwerke automatisch verwalten entfernen. Jetzt wählen wir das Laufwerk, dessen Auslagerungsdatei wir deaktivieren möchten. Im Normalfall ist hier nur das Systemlaufwerk mit einer Auslagerungsdatei konfiguriert. Alle anderen Laufwerke besitzen keine solche Datei. Ich wähle hier also C aus. Als nächstes wählen wir weiter unten die Option Keine Auslagerungsdatei. Nun klicken wir auf Festlegen und erhalten folgende Warnung. Diese bestätigen wir mit Ja. Jetzt schließen wir alle Fenster mit OK und falls aufgefordert, starten wir den Rechner neu. Ab jetzt arbeitet unser Rechner ohne die Auslagerungsdatei. Um die Auslagerungsdatei wieder zu aktivieren, müssen wir einfach nur das Häkchen bei Dateigröße für alle Laufwerke automatisch verwalten wieder setzen. Danach OK und falls aufgefordert, den Rechner neu starten. Wir haben jetzt den Standardzustand der Auslagerungsdatei wiederhergestellt. Schauen wir uns jetzt noch eine Möglichkeit an, wie man die Auslagerungsdatei einstellen könnte. Ich zeige euch jetzt, wie ihr eure Auslagerungsdatei auf eine feste Größe einstellt. Hierdurch wird Windows diese also nicht verändern. Sie bleibt auf dem von uns festgelegten Wert. Als erstes wählen wir die Option Benutzerdefinierte Größe. Jetzt tragen wir in beide Felder, also Anfangsgröße und Maximalgröße, einen passenden Wert ein. Hier müsst ihr nun selbst entscheiden, wie viel Platz ihr dieser Datei zusichern wollt. Leider kann ich hier keine Zahlen vorgeben. Es hängt davon ab, wie ihr den PC benutzt und wie viel Speicher ihr verbaut habt. Wenn ihr 32 GB Arbeitsspeicher habt, so ist hier ein Wert von 8 GB in den meisten Fällen vollkommen ausreichend. Was aber gilt ist, je weniger Arbeitsspeicher vorhanden ist, umso größer sollte die Auslagerungsdatei sein. Egal für welchen Wert wir uns entscheiden, wir tragen diesen in die beiden eben genannten Felder ein. Zu beachten ist hier, dass wir den Wert als Megabyte eingeben müssen. Jetzt klicken wir auf Festlegen und schließen danach alle geöffneten Fenster mit OK.
Nun starten wir den Rechner neu und anschließend haben wir unsere Auslagerungsdatei in der entsprechenden Größe. Falls ihr die Auslagerungsdatei sichtbar machen wollt, müsst ihr folgende Einstellungen im Windows Datei Explorer vornehmen. Unter Windows 11 klicken wir neben Anzeigen auf die drei Punkte und wählen Optionen. Jetzt öffnet sich das Fenster Ordneroptionen. Hier wählen wir das Register Ansicht. Nun entfernen wir das Häkchen bei Geschützte Systemdateien ausblenden. Weiter unten unter Versteckte Dateien und Ordner wählen wir die Option Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen. Jetzt bestätigen wir noch mit OK und anschließend tauchen einige Dateien auf, die vorher nicht sichtbar waren. Hierunter auch die Datei PageFileSys. Wir haben nun gesehen, wie einfach man die Windows-Auslagerungsdatei anpassen kann. Ob und inwieweit ihr das tun solltet, müsst ihr selber wissen. Im Normalfall fährt man mit den Standardeinstellungen immer ganz gut. Es gibt aber auch immer wieder Ausnahmen, wo ein Eingriff erforderlich oder sogar sinnvoll ist. Und genau dafür haben wir die Einstellmöglichkeiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, wisst ihr ja, wie ihr mir das zeigen könnt. Bis zum nächsten Mal.